Jetzt machen wir wieder ein Türchen von unserem Wien heute Stadtkalender auf. Dahinter wartet wieder ein besonderer Wiener, den wir Ihnen näher vorstellen. Andreas Ferner hat zwei Berufe, einen Haupt- und einen Nebenberuf, und aus dem einen schöpft er für den anderen. Auf der Bühne bringt er als Comedian sein Publikum zum Lachen, in der Klasse unterrichtet er und ist immerhin zum Lehrer des Jahres 2012 gewählt worden. Morgen, setzen. Schmeckt sie gut? Ja? Super. Gut. Wir haben ja bald Schularbeit, deswegen werden wir jetzt nochmal die wichtigsten Punkte wiederholen. Schularbeitsstoff habe ich euch hier gerade vorgegeben, in der letzten Stunde. Und ich möchte jetzt gerne nochmal mit euch die Portfolioanalyse durchmachen. Der Günther ist ja gerade so gut gelaunt. Kommt gleich mal in die Tafel. Bitte. Komm, bitte. Andi Ferner ist Lehrer des Jahres, nominiert von seinen Schülern, die er Tag für Tag mit wirtschaftlichen Thesen beglückt und mit noch schwierigeren Fragen. Wann sagt ihr, dass jemand ein guter Lehrer ist? Was muss der, wie muss der sein? Er muss Spaß im Unterrichten haben, okay? Er soll vielleicht die schlechten Schüler auch motivieren, dass sie besser werden. Also ja, jetzt ja, nicht nur abspeisen, ja, das können sie nicht. Okay. Und probiert es halt irgendwie zum Lernen. Und was macht Andi Ferner zum guten Lehrer? Ich weiß, dass man von ihm viel lernen kann, weil er auch schon sehr viel Praxis hat in dem Ganzen, was er uns beibringt. Und ja. Und das sagst du jetzt nicht nur, weil er in der Klasse sitzt? Nein. Naja, weil ich einiges ausbessern muss vielleicht. Ich habe tolle Schüler, mit denen man gut arbeiten kann, und es ist ein, ja, es ist immer eine zweiseitige Geschichte natürlich. Es ist sicher nicht leichter geworden, aber ich denke mal, wenn man den, es ist ein Job mit Menschen, wenn man den Menschen richtig kommt, dann kommt doch das Richtige zurück, ist jetzt mal mein Ansatz. Ja. Offizieller Grund seiner Nominierung: der leidenschaftliche Fußballer hat ein Benefizmatch organisiert, bei dem Lehrer seiner Schule gegen Promis gekickt haben. Inoffizieller Grund: sein Sinn für Humor, der sich nicht nur in der Schule zeigt. Aus Österreich kommt viel Schönes, vom Arlberg bis zum Prater, Ditsche Ötzi, Musikantenstall und... Jetzt kannst du bitte nicht verraten, oder? Du kannst es gar nicht wissen. Ja, danke Mama, sehr nett von dir, oder? Wenn ein einziger von euch nicht mitsingt, singen wir das Lied noch einmal. Und noch einmal. Bei Andi Ferner wäscht eine Hand die andere, die Kabaretthand die Lehrerhand und umgekehrt. Um Ideen muss er sich nie sorgen. Was auch ein Riesenproblem ist, ja, dass die Schüler wirklich alles auf Facebook posten. Ja. Die vergessen halt oft, dass sie vorher unbedingt mit dem Lehrer auf Facebook befreundet sein wollten. Ja. Und da macht man gerade Geschichte und liest von einem Schüler aus der vierten Reihe: Mir ist Urfahrt. Napoleon ist eine langweilige Hure. Ich habe halt dann drunter gepostet: Am Donnerstag hast du eine Prüfung mit die langweilige Hure. Als Lehrer musst du schon quasi, es müssen die Fronten schon sehr klar sein. Also es muss schon die Autorität da sein, sonst funktioniert das Ganze nicht. Aber man muss quasi Verständnis haben für die Schüler, auch für die Lebenswelten und auch quasi den Unterricht in diese Lebenswelten unterbringen. Also auch mit Beispielen aus diesen Lebenswelten. Es muss eine Mischung sein. Also jetzt quasi da jetzt irgendwie auf Kumpel zu kommen, bringt gar nichts. Ja. Gar nicht so einfach, denn in anderen Bereichen bringt es wieder gar nichts, als Lehrer zu kommen. Das Allertollste am Lehrerjob ist nämlich die Gangaufsicht. Da weiß man dann wirklich, dass man es geschafft hat. Und am Abend redet man mit seiner Frau und fragt so, wie ihr Tag war. Die Firmenübernahme steht kurz bevor. Wir müssen noch überdenken, wie wir den Vorstand austricksen. Und das Budget stimmt auch nicht ganz. Und du? Ich habe einen Gang beaufsichtigt. Aha. Ja, und die Jennifer ist schon wieder zu schnell gelaufen und hat ihre Hauspatsche nicht angehabt. Okay, du Tiger, zieh dich aus. Der Lehrer des Jahres 2012 in seinem Zweitberuf.